Eis essen, Kuchen essen, was davon ist besser? Ihr Lieben, Eis oder Kuchen, was schreibt ihr? Was ist davon besser, es zu essen? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis, für die, die mich nicht kennen. Und ich hatte heute den echten Patientenfall in der Praxis wirklich mit der Fragestellung, Eis essen oder Kuchen essen? Was ist jetzt tatsächlich besser? Und zwar war der Hintergrund, dass die Patientin eingeladen war in ein Café und dort beide Möglichkeiten gab. Sie hätte Eis essen können, sie können Kuchen essen und dann sozusagen sich auf dieses, es war eine Geburtstagsgeschichte, gerne vorbereiten würde. Und dann kam diese Fragestellung, ist es das Eis besser oder ist der Kuchen besser? Also einmal müssen wir uns die Lebensmittel einmal angucken. Beim Kuchen, fangen wir mal damit an, haben wir ja immer den Teig, dann haben wir eine Füllung, wenn wir schon ein Stück Torte haben, dann haben wir das Obst eventuell noch und dann haben wir wieder den Teig. Wenn wir Glück haben, haben wir ein bisschen Obst obendrauf oder ihr kennt das alle mit der Sahne. Das heißt, der Kuchen selber besteht aus verschiedenen Komponenten oder kann aus verschiedenen Komponenten bestehen, wenn es jetzt um Torte geht. Es kann natürlich auch mehr Teig sein, wenn es ein Butterkuchen ist, wenn es ein Gebäck ist zum Beispiel. Das kennt ihr alle, diese Plundergebäcke auch, wenn wir diese Runden haben. Und an der Stelle haben wir aber immer Mehl, wir haben immer Zucker, wir haben immer Fruchtgeschmack, also immer Früchte in der Regel oder Schokolade zum Beispiel, je nachdem aus was der besteht. Bei Marzipantorte hätten wir das Marzipan noch drumherum und an den Stellen haben wir immer einen Zuckeranteil, also immer einen Zucker, einen Kohlenhydratanteil durch das Mehl. Und wenn wir genau gucken können in der Milch oder in der Sahne natürlich auch ein Fettanteil drin sein. Der Fettanteil macht aber keinen Blutzuckeranstieg. Also wir haben ja bei Kuchen, bei dem Obst eher die Kohlenhydrate, das Mehl, was den Blutzucker ansteigen lässt und dadurch haben wir einen höheren Insulinspiegel. Das heißt, wenn ich ein Stück Torte habe, zum Beispiel wie dieses jetzt hier oder ein ähnliches Stück Kuchen, bedeutet immer Kohlenhydrate, bedeutet immer Zucker, bedeutet immer Mehl in der Regel, je nachdem, wie ich es natürlich auch herstelle, wenn ich jetzt selber was backe. Aber in diesem Fall war es ja ein Kaffee. Das heißt, an der Stelle müssen wir eben immer gucken, was wird und woraus wird es hergestellt. Wenn ich im Restaurant bin oder im Café bin, kann ich gucken, ob ich vielleicht nur eine Eiweißquelle habe. Es gibt ja manchmal Käsekuchen, den kann man dann zum Beispiel nutzen. Es gibt ja auch Leute, die backen Käsekuchen ohne Boden. Das heißt, die haben hier unten gar keinen Boden, sondern haben nur den ganzen Käseanteil. Dann habe ich natürlich auch einen Frischkäseanteil und sozusagen weniger andere Sachen. Damit kann ich den Anteil an Kohlenhydraten manchmal etwas reduzieren, weil der Quark von Natur aus weniger Zucker enthält, also weniger Milchzucker. Aber zurück, also Kuchen ist Kuchen und ist lecker und es schmeckt, wie er schmeckt. Das ist die eine Variante. Beim Eis ist es jetzt so, dass wir einen Anteil Zucker und Mehl in der Waffel haben. Dann haben wir ja die Füllung. Dann haben wir sozusagen den Anteil Schokolade oder Geschmacksrichtung oder also Erdbeeren oder ähnliches. Wenn ich jetzt in eine Eisdiele gehe, kann ich ja auch noch Früchte richtig drauf haben. Aber wenn wir jetzt erstmal so das klassische Eis uns angucken, dann haben wir im Schwerpunkt ein Milchprodukt und wir haben im Schwerpunkt zum Beispiel eine Waffel. Und da ist es so, wir können ja auch Eis am Stiel haben, dann habe ich noch den Stiel und die Schokolade drumherum. Also da gibt es ja viele Varianten. Ich kann auch die Eiskugel im Becher haben, die ich dann nutze. Am Ende ist es immer so, das ist ja hier so ein XL-Eis, also relativ, ne, wenn ihr euch die Handgröße anguckt, ziemlich groß. Ich habe in dem Mehlanteil, also die Waffel sind für die Vorstellung ungefähr schon 4 Würfelzucker, weil ja hier einfach Mehl drin ist. Und dann habe ich sozusagen hier ja 2, 3 Kugeln drin. Wenn ich das jetzt so schnell finde, habe ich hier auch den Eisbecher. Und hier kann man das nämlich schön erklären, sind ja 3 Kugeln Eis drin. Wenn ihr aber so eine Golfball-Kugel-Eis nehmt, mit egal welcher Geschmacksrichtung, habt ihr immer Milch, die mit Zucker verarbeitet wird oder mit einer Geschmacksrichtung verarbeitet wird, muss ja nicht immer Zucker sein, aber ihr habt durch den Milchzucker in der Regel immer 4 Würfelzucker für eine Golfball-große Kugel-Eis. Und Leute, was ist denn so ein Eisbecher? Das ist nix, ja? Also, wir wollen ja aber den Vergleich anstellen, das Eis am Ende zum Kuchen. Wenn wir das Mehl haben, wird am Ende Zucker draus, aus der Füllung wird Zucker draus, aus dem Obst wird Zucker draus. Das heißt, ich habe hier
wenn ich den Kuchen nehme und das in den BEs berechne, für die, die Insulin spritzen, die kennen das ja in diesen Brot- oder Kohlenhydrateinheiten. Das ist der Anteil Zucker, der aus dem Mehl oder aus dem Teig oder aus dem Obst sozusagen entsteht. Und so ein Kuchen ist ja je nach Größe schnell mal bei 2, 3, 4 BEs in den Kohlenhydraten oder sogar höher, je nachdem, wie groß das Stück Torte ist. Das heißt, eine Broteinheit sind 10 Gramm Kohlenhydrate und an der Stelle sind 10 Gramm Kohlenhydrate 4 Würfelzucker. Das heißt, wenn ich hier 4, 8, 12, 16 Würfelzucker drin habe, ist das nicht ungewöhnlich oder es wird Zucker draus, weil das Mehl am Ende zu Glucose wird. Und hier habe ich ja schon in der Waffel die 4 Würfelzucker, dann habe ich die Kugel Eis, die wir vorhin hatten, ne? 4 Würfelzucker. Also der Golfball, 4 Würfelzucker und das ist ja viel mehr, wenn ihr überlegt, wie viel passt da rein. 3 Kugeln, dann habe ich auch wieder 3 mal 4 sind 4, 8, 12 Würfelzucker und noch die Waffel. Ja, was kann ich machen? Ihr könnt beides essen. Ihr müsst dafür 2 Stunden euch bewegen, damit wir 4 Würfelzucker, die entstehen, also die Glucose muss ja wieder weg. Und 4 Würfelzucker für die Vorstellung sind immer die, da brauche ich eine halbe Stunde, um sie wieder wegzukriegen. Das heißt, ich muss für das Eis 1,5 bis 2 Stunden was tun und hier genauso für den Kuchen. Also beides ist gleich. Am Ende geht nur die Möglichkeit reduzieren, also vielleicht kleinere Menge. Ich habe ihr dann empfohlen, wenn sie Kuchen essen will, Menge teilen. Sie hatte dann überlegt, dass sie vielleicht ganz weggeht, sogar eher. In dem Café kann man wohl auch Käseteller bestellen. Und da sie in der Gewichtsveränderung war, hat sie gesagt, nee, dann esse ich das nicht und das auch nicht, esse ich was ganz anderes oder ein Brot mit Belag. War dann ein Brötchen mit Belag, war dann auch die Alternative. Also von daher, ihr könnt beides essen, aber wir müssen die Kalorien irgendwie wieder wegkriegen. Das hier, Leute, ist übrigens ein Diät-Eis, ne? Kann ich mitmachen, was ich will. Schmeckt nicht. Schöne Attrappe, oder? Ihr Lieben, habt einen schönen Tag, viel Spaß beim Eisessen, habt Freude, wenn ihr auch mal ein Stück Kuchen esst, schaut, dass ihr euch bewegt, damit wir es wieder wegkriegen. Ich wünsche euch jetzt einen tollen Tag und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.